Jetzt ist ein Fehler aufgetreten, zeigt er mir an. Requiem für Leo Kirch, das ist es ja noch nicht. Also, schwarze Magie oder Weissagekräfte, Hellsichtigkeit, liebe Astrologen, ich lade euch ein, hier mit den Füßen auf der Erde auszustrahlen in den Sternenhimmel, und jedem unten entspricht ein oben. Und der kleine Prinz, freut sich ein Loch im Arsch. Hier liegen die blutenden Menschen auf der Straße. Oh, diese Bildzeitung ist so unhandlich. Ja, meine Bildzeitung Sondermeldung hier ist eigentlich der Self-Fulfilling Prophecy von Bild. Ja? Ich lese hier über den Anschlag in Oslo, dann muss ich alles durchlesen, und um das dann am Ende zu finden, wo es heißt: Today we are all Norwegians. Das wird dann auf Deutsch übersetzt: Heute sind wir alle Norweger. Hätte ich eigentlich meinen Norweger-Pullover anziehen können. Also, worauf es mir ankommt, ist folgendes: Bildzeitung schreibt hier dann ganz am Ende, der Festgenommene ist ein lokaler Täter, der mit dem derzeitigen politischen System nicht einverstanden ist. Wir kennen das Milieu, in dem er sich bewegt. Das ist ein Zitat vom Polizeisprecher in Oslo. Und Bild schließt daraus, also möglicherweise ein Neonazi. Wie schön mit dem Begriff Nazi hantiert werden kann. Neonazi, Nazi, Altnazi, was immer darunter gemeint ist. Hier geht es ja um einen Attentäter, der auf der Insel angeblich, wie ich heute den Echtzeitnachrichten noch entnommen habe, große Mengen, also zentnerweise Sprengstoff gelagert hatte, der nicht explodiert ist. Also es ist sozusagen eine Art Vorhöllenerlebnis dort angelegt gewesen. Deshalb ist meine Frage, ein Attentäter oder mehrere Anschläger, das ist die Frage. So, und mein Bildplot ist also hier heute Bild auf Seite 1, der große Neonazi-Erfolg, aber schon vor 3 Tagen angekündigt. Ich habe das jetzt hier aufgehoben. Bild also kündigt an, Griechenland, Bundesadler mit Hakenkreuz geschändigt hier. Da geht es schon mal um das Nazi-Zeug bei Bild. Und gestern, in weiser Voraussicht, dann hier der ehemalige Nazi und Alt-Nazi außerdem, der Stellvertreter von Adolf Hitler, Rudolf Hess, heimlich ausgegraben. Ja, und heute der Erfolg. Das geht ohne Hacken und ohne Rupert Murdoch doch wunderbar. Jetzt ist es wahrscheinlich, wenn ich das mal unter Kollegen sagen darf, liebe Bildredakteure, liebe Bildverantwortliche, wenn man, so wie ich, aufmerksam mitgeht, dann ist das keine große Kunst, so etwas vorherzusagen. Vor allen Dingen, wenn man die Sprache beherrscht. Wenn man etwas, was gar nicht Nazi ist, Nazi nennt, und hinterher den Erfolg dann auch Nazi-Erfolg nennt. Der Bombenanschlag in Oslo ist ganz schlimm. Ich bin kein Norweger, aber was das mit Neonazi zu tun hat, habe ich nicht verstanden. Und da bitte ich jetzt doch auch in Zukunft, ich werde die morgige Bildzeitung wieder vornehmen und ich werde sie nur vortragen, wenn sie hier sinnvoll, schlussfolgend ihr eigenes Spiel weiterspielt. So, schönen Dank hier für den Bildaufruf. Demnächst komme ich wieder mit Lichtgeschwindigkeit in aller Helligkeit. Tschüss.